Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Deckenlifter. Den möchte ich euch zeigen und erklären. Wir haben uns für ein stationäres Schienensystem entschieden. Also das Ding hängt an die Decke und hier können wir praktisch vom Schlafzimmer bis aufs WC geschoben werden. Die Krankenkasse übernimmt das. In dem Fall war es bei mir so, also ich kann ja nichts mehr selber machen und das Stehen wird auch schwierig. Also wir machen den Transfer hier vom Rollstuhl ins Bett oder vom Bett in den Rollstuhl oder vom Bett aufs WC oder unter die Dusche, in den Duschrollstuhl. Also dafür nutzen wir den. Diese Systeme gibt es auch mobil, also als fahrbares System. Aber wollte ich nicht haben, weil dann das Ding irgendwie wieder in der Ecke rumsteht und ja, im Weg steht. Und so hängt das Ding halt permanent an der Decke und stört nicht. Der Arzt verschreibt das in einem gewissen Stadion, verschreibt der Arzt das und das wird dann auch von der Krankenkasse eigentlich problemlos genehmigt. Also man braucht eine Verordnung und diese Verordnung geht dann zur Krankenkasse. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird dann auch nochmal vom MDK geprüft. Bei uns ist noch nicht mal einer rausgekommen, ist so genehmigt worden und ja, dann montiert worden. Was natürlich so eine Sache ist, ob die Decke das trägt, ob das jetzt eine Holzdecke ist oder eine Betondecke, das muss man dann natürlich abklären vorher und eventuell dann auch mit dem Vermieter. Weil das sind ja doch schon einige Löcher, die da gebohrt werden müssen, ob der das dann auch möchte. Ansonsten muss man ja dann doch wirklich den mobilen Lifter dann beantragen. Ja, dann setzen wir uns gleich rein und das zeigen wir euch. Ja, jetzt sitze ich hier noch im Rollstuhl. Wir haben jetzt sozusagen den Hebelift montiert. Also mein Tuch, was praktisch unter meinen Beinen liegt, durchgezogen und die helfenden Hände unter meinen Armen fixiert. So, und jetzt heben wir mich raus aus dem Rollstuhl und fahren in Richtung Bett. Ja. Jetzt geht's nach oben. Genau. Ja. Das Piepsen ist ein Zeichen, dass der Akku nicht mehr ganz geladen ist, also dass wir den gleich wieder laden müssen. Und das ist immer am Ende der Schiene, wird er praktisch hingebracht und dann lädt er automatisch den Akku wieder. Ja, jetzt bin ich auf dem Bett und werde abgelassen. Genau. So. Und dann kann man im Prinzip ja alles damit machen. Das heißt, entweder auf die Toilette oder auf die Dusche. Also ist dann auch kein Problem. Man könnte mich jetzt auch, heb mich nochmal an. Genau. Das muss ja immer, ich kann ja selbst meinen Taster nicht mehr drücken. So, und jetzt kannst du mich ja mal rüberdrehen. Genau. Jetzt muss ich nur die Beine noch angehoben kriegen. Ja, und dann kann ich ins Bett gelegt werden. Verschiedene Haltesysteme, immer für den individuellen Bedarf. Es gibt Tücher, so Haltetücher, die sind natürlich, ja, das muss man einfach ausprobieren. Es kommt immer auf den Zustand der Person an. Also noch habe ich kein Tuch, ich habe jetzt nur diese helfenden Hände, aber ich denke mal, mit zunehmendem ja, Körperverlust oder Körperspannung wird das halt immer schwieriger und ja, auch schmerzhafter. Also ich sitze jetzt hier schon ein paar Minuten drin und das fängt schon an, so unter den Armen ein bisschen weh zu tun, weil ja da auch keine Muskulatur mehr ist. Aber ja, man muss schon ein bisschen was aushalten können. Ja, also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie drunter und wir beantworten sie gerne. Und
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.